Hey Leute, ich bin's Phil und heute zeige ich euch mal wieder eine richtig coole Map und zwar heute mal die 20 besten Kanonen in Minecraft, die ihr jemals gesehen habt. Und zwar sieht man hier schon direkt die Kanone und warum jetzt genau 20 Stück? Ganz einfach, wir haben nämlich da vorne, kann ich euch jetzt mal gleich zeigen, ganz viele Features wirklich, was wir alles so mit der Kanone machen können. Und das ist einfach mega nice gemacht, wie ich finde. Das möchte ich euch auf jeden Fall jetzt so zeigen. Und falls ihr mehr Bock habt auf solche Maps in der Art, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und hier sieht man jetzt erstmal die Kanone. Sieht auch echt schon mal krass aus. Die wechselt dann auch zum Beispiel die Farbe, je nachdem, was wir alles einstellen. Die kann Creeper abfeuern. Die kann wirklich so ziemlich alles, was Schaden macht, abfeuern. Und da können wir dann zum Beispiel auch auf dieser Plattform Mobs spawnen lassen. Und da können wir dann mal zum Beispiel auch austesten, wie viel Schaden die Creeper machen an den Mobs und so weiter, beziehungsweise TNT oder auch zum Beispiel dann hier, genau, was haben wir hier noch? Alles mögliche, Wither und so weiter, Potions und hier ist dann auch noch so ein kleines Zielfeld. Und das war es jetzt erstmal so zu dieser Map und jetzt erkläre ich euch das jetzt erstmal ein bisschen. Hier hat man erstmal die Auswahl, was ich einstellen kann, um zum Beispiel das Ganze abzufeuern. Und als allererstes mache ich mal ganz normale Pfeile, eine ganz normale Pfeilkanone. Und dann kann ich auch mal die Mobs einstellen. Und dann gehe ich jetzt einfach mal, komm auf die, ich würde sagen, so auf den Emerald. Und ich glaube mal dann, genau, spawn jetzt, okay, jetzt sind auch Blazes dazu gespawnt. Aber auf jeden Fall sind jetzt hier Villager und Blazes am Start. Das muss man halt so ein bisschen langsamer machen. Und dann kann ich jetzt auf jeden Fall auf Shoot drücken. Wir haben Pfeile ausgewählt. Es geht jeweils immer nur eine Möglichkeit. Und dann klicken wir einfach mal auf Shoot. Let's go. Und jetzt werden auch ganz viele Pfeile schon abgeschossen. Und da können wir echt mal sehen, okay, wie schnell jetzt die Mobs hier sterben, beziehungsweise die Villager. Und die Pfeile sind natürlich unendlich. Und die TNT-Kanone hat sich jetzt auch verändert. Und so funktioniert auf jeden Fall so das Prinzip. Ich finde es echt mega genial. Und mal schauen, also okay, das schießt jetzt leider nur noch in die Mitte hier, die TNT-Kanone. Ist ein bisschen schade. Und deswegen würde ich sagen, komm, gehen wir jetzt gleich mal so hier wieder drauf. Und somit hört die TNT-Kanone auch auf zu schießen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt aber gleich mal, so komm, das lassen wir mal. Wir gehen jetzt einfach mal direkt, so komm, zu den Feuerbällen. Und spawnen zum Beispiel auch nochmal vielleicht ein paar Hühner. Und jetzt ist einfach ein riesiges, okay, ein riesiges Huhn gespawnt statt ein paar Hühner. Und ist auf jeden Fall auch nicht schlecht gemacht. Und die TNT-Kanone hat sich natürlich auch wieder verändert. Und ich habe jetzt natürlich hier diese Feuerbälle ausgewählt. Und was man da vorne schon sehen kann, da ist jetzt einfach ein riesiger Gas drin. Also ist echt cool gemacht. Und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt gleich mal auf Shoot. Let's go. Und oh shit, das sind schon echt ganz viele Feuerbälle. Und das Huhn wird jetzt auf jeden Fall gleich down sein. Und beziehungsweise, okay, ist jetzt nur noch zur Hälfte da. Und ich gehe jetzt gleich mal wieder so hier auf Shoot, um das Ganze zu beenden. Und leider kann ich das Huhn jetzt nicht ganz abschießen, da die TNT-Kanonen bzw. die Feuerbälle nicht so hoch fliegen. Aber jetzt würde ich sagen, okay, wählen wir einfach mal TNT aus. Wir kommen mal zu dem nächsten. Und jetzt hat sich die Kanone wieder verändert. Und so, wir gehen jetzt mal auf die Tür. Und jetzt wird einfach ein Haus erstellt. Und wir versuchen einfach mal mit der coolen TNT-Kanone das Haus zu zersprengen. Und jetzt mal schauen, wie viel TNT da rausfliegt. Und oh shit, Alter, ist es wirklich... What? Oh mein Gott, okay, das ist... Ach du Scheiße, wie viel TNT kommt da denn bitte? Also Leute, ihr seht schon, das TNT wird echt mega gespammt, wie eigentlich alle Items, die man auswählt. Und es geht wirklich noch krasser. Und deswegen ist es auf jeden Fall schon mal, wie ich finde, so die beste TNT-Kanone. Und dann würde ich sagen, ja komm, gehen wir gleich mal als nächstes zu dem Schalker über. Und zwar werden dann einfach die kleinen Schalkerkugeln abgefeuert. Und ich wähle mal so Wolle aus, mal schauen, was jetzt rauskommt. Und es kommt einfach eine riesige Katze, oh mein Gott. Okay, das bringt jetzt, glaube ich, nicht so viel, weil die Katze dann nicht schweben kann. Aber ihr werdet jetzt gleich sehen, wie das aussieht. Und zwar kommen halt jetzt eben die Feuerbälle, beziehungsweise nicht die Feuerbälle, die Kugeln von den Schalkern. Und wenn man da zum Beispiel reingeht, dann hat man halt natürlich im Game Mode 0. Dann bekommt man natürlich Schaden im Game Mode 0 und man hat halt Levitation. Also man schwebt dann hoch und das geht bei der Katze nicht so ganz gut. Aber Leute, habt ihr schon mal so viele Kugeln von Schalkern gesehen? Also echt cool gemacht. Deswegen würde ich aber sagen, komm, wir gehen jetzt mal gleich zu dem nächsten über. Und zwar zu einem Wither. Und die Kugeln machen, glaube ich, nicht so krass viel Damage. Und deswegen würde ich sagen, komm Leute, wir lassen mal den Wither da, aber wir gehen jetzt mal so hier statt den Schalkerkugeln. So, der Wither ist immer noch da, hat fast keinen Schaden bekommen. Gehen wir mal zu dem Creeper. Und so, okay, die Kanone hat sich natürlich wieder verändert. Da sind jetzt ganz viele Creeper drin und die werden jetzt natürlich alle gleich abgefeuert. Okay Leute, und jetzt werden die richtig gespammt. Ich drücke mal auf Shoot, let's go. Und oh shit, ich bin gespannt, wie schnell der Wither down geht. Und, ach du Scheiße, wie das wirklich aussieht, wie viele Creeper da rausfliegen. Oh mein Gott. Und der Wither, was? Ist der Wither schon down? Okay, ich glaube mal, der Wither ist einfach schon down. Okay, ich habe keine Ahnung, warum.
Aber komm, wir beenden das mal an dieser Stelle. Und wir gehen dann mal wieder weiter. So, wir wählen das mal aus. Ich gehe doch mal wieder auf die Blazes. Und ja, okay, jetzt spawnen wieder ganz viele Blazes. Und jetzt wähle ich einfach mal hier Drachenbälle aus. Okay, und das wird, denke ich, auch mal ganz nice. Ich klicke hier auf Start. Let's go. Und der, okay, die werden jetzt nicht so gespammt. Aber die machen auch schon ordentlich Damage. Wie man hier sehen kann, hat man jetzt den Drachenatem. Da bekommt man auch krass viel Damage. Und die sind fast alle instant down. Was? Und ich glaube mal, ja, allein durch den Drachenatem sterben die jetzt gleich. Und die jetzt leider nicht. Und okay, doch, die sterben auch. Und ja, somit sind alle Blazes down. Und Alter, wie das allein schon von den Partikeln hier aussieht, ist schon krass. Und da vorne ist zum Beispiel auch so der Drache, der immer so seinen Mund auf und zu macht. Und wir machen das ganz schnell mal wieder weg. So, gehen hier einfach mal auf Shoot. Und dann müsste das auch schon wieder aufhören. Genau, und der Drachenatem verschwindet auch hoffentlich, weil die Partikel, okay, wenn es immer mehr werden, ist natürlich echt krass. Das kann schon gut laggen. Aber wir machen gleich mal weiter mit dem nächsten. Und zwar, okay, jetzt einen Wither-Kopf. Das ist auch echt krass, denke ich mal. Bin ich auch mal gespannt drauf. Und wir gehen jetzt mal zu den Villagern. Okay, ganz viele Villager sind da schon mal am Start. Und die bekommen, oh mein Gott, sie bekommen immer noch Schaden wegen den Effekten. Was? Jetzt habe ich mal wieder einen Huhn gespawnt. Okay, Leute, das heißt, so, der Drachenatem ist auch weg. Und ich würde sagen, so, wir gehen jetzt mal so hier weiter, nicht zu dem Haus. So, wir wählen einfach mal, ja komm, wir gehen mal wieder zu den Villagern. Deswegen, so, wir haben jetzt mal den Wither-Kopf hier eingestellt. Und jetzt bauen einfach da, ach du Scheiße, ganz viele Wither-Köpfe fliegen da lang. Und die machen natürlich auch Damage. Leider aber fliegen die meisten auf die Zielscheibe da vorne. Und deswegen bringt es nicht so viel. Aber wie man sehen kann, die TNT-Kanone hat sich natürlich verändert. Hier ist diesmal, okay, ein Netherstar drin, auch cool gemacht. Aber hier fliegen auf jeden Fall die Köpfe raus. Und sieht auch echt cool aus, wie die sich auf einmal so drehen. Und, okay, da ist sogar noch, ich weiß nicht, ob das, oh shit, ich darf die, habe ich jetzt die Kanone kaputt gemacht, weil ich da hingestanden bin? Okay, ich lasse das mal lieber, aber okay, da war noch der Drachenkopf am Start. Und dann gehe ich jetzt gleich mal wieder hier drauf und beende das mal an dieser Stelle. Und es sind leider nicht so viele Mobs gestorben, aber wir haben natürlich noch ein paar weitere Sachen. Und okay, die Potions, die könnten auch echt krass werden. Okay, Leute, seid ihr bereit für die Potions? Ich drücke jetzt mal gleich drauf. Und ich gehe mal auf Shoot, mal schauen, wie die jetzt gespammt werden. Okay, und die kommen also, ich weiß nicht, wie viele das immer genau sind, aber die werden jetzt nicht so krass gespammt. Sind auf jeden Fall echt schon ziemlich viele gestorben und die werden jetzt natürlich auch alle vergiftet. Oh shit, und wie das einfach nur aussieht und sich anhört. Und ich denke mal, damit bekommt man auf jeden Fall alle Villager und Blazes down. Und ja, komm Leute, dann gehen wir aber nochmal so hier auf Shoot. So, das hört dann wieder auf. Genau, TNT-Kanone sieht diesmal so aus. Und wir gehen jetzt mal wieder... So, hier am besten mal, okay, komm auf den, ich würde sagen, komm, ich will da jetzt einfach nochmal den Wither aus. So, der Wither ist jetzt nochmal gespawnt und nochmal zufällig ein paar Villager, sehr nice. Und wir gehen jetzt mal auf das Leuchtfeuer. Okay, es kamen, glaube ich, Blitze von oben, also keine Ahnung, da sind jetzt auf einmal Hexen. Und da ist natürlich immer noch der Wither, der jetzt keine Leben irgendwie verloren hat. Aber es gibt jetzt auch keine TNT-Kanone mehr, wenn ich das jetzt hier auswähle. Genau, da kam schon wieder der Blitz. Sondern einfach, ich weiß nicht, soll das eine Rakete sein? Die Blöcke verändern sich auf jeden Fall immer. Sieht echt nicht schlecht aus. Also das ist so ein ziemlich anderes Feature jetzt erstmal. Und ich kann das mal wieder wegmachen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe mal, die Kanone kommt jetzt gleich wieder. So, komm, dann wähle ich einfach mal ganz kurz vielleicht hier den Sattel aus. Und da, okay, kommt auch schon die TNT-Kanone, beziehungsweise Kanone ist natürlich nicht nur eine mit TNT wieder. Dann schieße ich jetzt auch mal mit den Satteln, beziehungsweise, was ist das jetzt genau? Oh shit, okay, was soll das jetzt sein? Das macht dem Wither auf jeden Fall kein Damage, aber es sieht auf jeden Fall echt ziemlich komisch aus. Und, beziehungsweise, was Damage macht, aber wir haben hier noch einen Hebel, den kann ich jetzt mal aktivieren. Jetzt stellt sich wirklich alles um. Und wir haben hier statt Sachen, die Damage machen, einfach, ja, nice Sachen, die wir auch spammen können. Und deswegen zum Beispiel, komm, wir können nochmal ruhig Villager spawnen, statt den Wither. Und wir können dem Villager jetzt einfach mal, beziehungsweise den Villagern ganz viele Eier geben. Und ich klicke mal auf Start. Und dann spawnen auch noch ganz viele Hühner wirklich. Und die Schneebälle werden jetzt auch abgefeuert. So, und zwar, okay, zu den Hühnern hier. So, klicke ich auf mal, auch mal gleich auf Shoot. Und Alter, wie das jetzt aussieht, ganz viele Hühner. Und... Da, okay, spawnen jetzt auf jeden Fall gleich schon mal viel mehr. Und die werden da vorne so richtig rausgespammt. Sieht alles schnell aus. Okay, fliegen auch wirklich schnell. Aber hier landen die auf jeden Fall echt so mega langsam, weil die halt dann runterfliegen. Und, Alter, die, okay, fliegen da sogar schon aus dem Zaun raus. Deswegen, komm, ich würde sagen, klicke ich schnell mal wieder drauf. Jetzt kann man sehen, dass ganz viele Dias wirklich gespammt werden. Und, ja, da freuen sich, denke ich mal, die Villager drüber. Und kann ich natürlich alles aufsammeln.
Und Alter, innerhalb wirklich wenigen Sekunden habe ich schon... Ach du Scheiße, wie viel Dias? Oh mein Gott, also ich kann die sogar hier aufsammeln. Und wie das einfach aussieht, das prallt alles an mir ab. Und ja, okay, da habe ich auf jeden Fall jetzt schon gleich fast das ganze Inventar voll. Und oh shit, what the fuck, die fliegen jetzt einfach... Okay, kommen die da unten auf? Ja, die kommen hier einfach auf. Oh mein Gott, das sieht so aus, als ob die irgendwie... Okay, hier auf einmal verschwinden. Und hier unten kommen die aber auf und leider sind da keine Villager mehr. Deswegen, okay, können die auch kein Damage mehr bekommen, aber so sieht es auf jeden Fall mit dem Amboss aus. Auch echt krass gemacht. Und dann würde ich sagen, okay, komm, spawnen wir nochmal ein paar neue Villager. Und die machen auch Drachenatem. Also da gehen die Mobs auf jeden Fall auch schnell down. Und, oh shit, Freunde, also allein wie das aussieht. Gut, Leute, XP wird auch echt gespammt. Leider nur wirklich in so einzelnen Punkten. Aber auf jeden Fall auch eine coole Sache. Und das geht auf jeden Fall auch unendlich lange. Dann haben wir hier zum Beispiel auch noch so Lehm. Wie das aussieht, weiß ich auch nicht genau. Aber okay, da ist einfach ein Feuerwerk. TNT-Kanone sieht auch echt nice aus. Und da kommt einfach ein Feuerwerk raus. Ach du Scheiße. Okay, Leute, aber ansonsten haben wir hier natürlich noch Cookies. Und wir können halt dann, wie gesagt, natürlich das wieder umstellen. Und dann halt wirklich alles auswählen. Und ihr könnt eure Meinung mal dazu so in die Kommentare schreiben, was ihr so am besten fandet. Also ich finde auf jeden Fall so zum Beispiel die Creeper besonders krass. Es ist halt alles wirklich nice gemacht, wie ich finde. Und hier gibt es natürlich auch noch coole Sachen. Ich denke mal, die TNT bzw. allgemein Kanone kann man erstmal nicht so schnell toppen. Und falls ihr mehr von solchen Sachen sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten könnt ihr sehr gerne noch alle anderen Links in der Videobeschreibung abchecken. Unter anderem Instagram, Twitter, Snapchat und so weiter. Dort heiße ich Let's Phil. Einfach mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Und das war's zu diesem Video. Wir sehen uns ansonsten morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao.